Hi und herzlich willkommen zum letzten Video und dem vierten deiner insgesamt vier Grundbedürfnisse, um dich besser zu verstehen, um ideenreich zu sein, um flexibel zu sein, um dich einfach mit dir selber wohlzufühlen und stark zu sein. Und das letzte Grundbedürfnis, was wir haben, ist das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Ach, Freude, wir wollen tanzen durchs Leben, wir wollen fühlen, wir sind interessiert, wir sind neugierig, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen Dinge lernen, wir wollen das Abenteuer in unserem Leben, wir wollen den Flirt, die Aufregung, die Leidenschaft und all das steckt genau in diesem Bedürfnis. Ausgelassen tanzen, feiern und lachen, einfach miteinander sein und Freude und Spaß haben. Und wenn wir das haben, diese Freude und den Spaß, dann öffnen wir uns den Dingen. Dann sehen wir plötzlich mehr Möglichkeiten. Das regt unsere Kreativität an. Und die brauchen wir ja, um in unserem Leben Neues auszuprobieren. Und vielleicht, wenn Herausforderungen kommen, dass wir dann Antworten generieren können. Dass wir Antworten haben und dass wir wissen, wie es weitergeht. Und dass nicht alles schwer ist, sondern es darf auch einfach mal leicht sein und im Flow. Und die Frage, die du dir hier stellen kannst, ist, um Inspiration und Leichtigkeit für dich zu kultivieren, gerade in Phasen, wo sich nichts leicht anfühlt, wo es vielleicht schwer ist und du nicht weißt, wie du rauskommen sollst, dann passiert mit deinem Fokus Folgendes, dein Fokus wird so und du siehst dann nur noch das Problem oder die Herausforderung und du hast dann vielleicht so ein Gefühl von Hilflosigkeit, du weißt nicht weiter und denkst, es gibt keinen Weg daraus. Doch, den gibt's. Und das ist die gute Nachricht. Kultiviere Freude. Guck, tu etwas, was dir Freude bereitet. Auch wenn es am Anfang schwierig ist, das zu tun. Erstmal raus aus diesem Modus zu kommen. Ich weiß nicht, was mir Freude macht. Hinzu, okay, ich weiß, was mir Freude macht. Und das tue ich jetzt einfach, weil das tue ich für mich, weil du tust dir Gutes. Und die Frage, die du dir hier stellen kannst, ist, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Und die Wunderfrage ist pure Magie. Ja, weil am Anfang wirst du dich fragen, ja, wie ein Wunder, was denn für ein Wunder? Das sind so Augenblicke, wo du denkst, what, krass, wie krass ist das denn? Holy shit, das ist ja der Wahnsinn. Und du, vielleicht sind es so Augenblicke, wo du durchs Leben gehst und eine Blume siehst und denkst, ey, eine Blume, ey, wie krass, bitte eine Blume. Die kommt aus so einem kleinen Samen und nur durch Sonnenlicht und Wasser wächst die einfach so nach oben und ist so wunderschön und dann blüht die und dann hat die einen Duft und wenn du dich da immer richtig reingibst, ne, dass überhaupt diese Blume auf dieser Erde wachsen kann, das ist schon ein komplettes Wunder. Dazu mussten kontinentale Erdplatten sich bewegen, damit überhaupt dieses Stück Land passieren kann, dort wo diese Blume gewachsen ist und damit kontinentale Erdplatten sich überhaupt bewegen konnten, die Welt entsteht, musste es einen Urknall geben, musste es diese Welt überhaupt geben. Und jetzt kommt es noch viel krasser zum Thema Wunder. Dass du diese Blume überhaupt sehen kannst, musstest du ja auch erstmal gezeugt werden. Ey, und wie unwahrscheinlich ist es bitte, dass deine Eltern sich getroffen haben? Bei so vielen Menschen und da bist du dabei rausgekommen. Und alleine das Wunder des Sehens, dazu musst du Augen entwickelt haben. Und das kam durch, weil Eizelle und Samenzelle sich getroffen haben und dann bist irgendwann du draus geworden und deine Augen, die übersetzen das im Gehirn in elektrischen Signalen und dass du da jetzt stehen kannst und denkst, wow, Blume. Und vielleicht gehst du in Zukunft mehr so durch die Welt. Denn dadurch wird in dir dieses Gefühl von Relation verändert. Dieses, na, wenn wir in den Sternenhimmel hochgucken und manchmal denken, die Perspektive wechseln, dann ist plötzlich das, wo wir mit drin stecken, gar nicht mehr so wichtig. Zeit vergeht so schnell. Und wenn wir mit diesen strahlenden, offenen Augen, neugierigen Augen des Wunders durch die Welt gehen, so wie kleine Kinder, dann schauen wir plötzlich die Menschen um uns herum an, was sie für ein Wunder sind und alles, was uns im Leben begegnet. Und durch diese Emotion, die da ausgelöst wird, durch diese Ehrfurcht, durch dieses Öffnen, ziehen wir mehr Möglichkeiten in unserem Leben an, sind wieder kreativer, wir tun unserem Immunsystem was Gutes, wir fühlen uns verbunden und wir betrachten das Leben und uns zufriedener. Und ein positiver Nebeneffekt ist,
Unser Zeitgefühl verändert sich. Zeit fängt an, sich zu dehnen. Und so kannst du mehr aus dem machen, was du hast. Oft vergessen wir uns im Alltag aber, uns mit diesem Gefühl zu verbinden. Also frag dich doch heute, wo ist mir ein Wunder begegnet?